Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streets of Rage, einem neuen Video auf diesem Kanal. Und wir spielen heute den Werwolf. Sprich, ich zeige euch mal ganz kurz, was der kann. Kann sich eben in einen Werwolf verwandeln. Ist dann sehr schnell. Ihr seht hier links, hat er die ganzen verschiedenen Effekte. Ja, dadurch macht man ziemlich viel Damage, ist aber danach kurz bewusstlos und während und außerhalb der Werwolfform ist man halt nicht wahnsinnig schwach, sondern sehr durchschnittlich. Das heißt, ich bräuchte fast eine Waffe oder irgendwas, damit ich mich dann auch wehren kann, wenn ich nicht mehr im Werwolf-Modus bin. So, und die Taktik mit dem Charakter ist halt wirklich, jetzt nicht wie bei, gibt ja viele Charaktere, bei denen man sehr taktisch vorgeht und jegliche Konfrontation vermeidet. Aber mit ihm kann man eigentlich, wenn man das Ganze richtig timet, am einfachsten alles umbringen, aber hier, so. Ich muss das jetzt zerstören. Ich weiß jetzt nicht, wo ich 30 Leben verloren habe. Das war ziemlich einfach. Und ihr seht, mit diesem Charakter muss ich essen, so wie mit den meisten Charakteren. Aber viele, wie der Vampir zum Beispiel, können keine normale Nahrung zu sich nehmen, sondern müssen die Leute aussaugen. Das heißt, ich muss hier schauen. Ich kaufe nichts. Kann ich mir nicht leisten. Das heißt, ich muss halt schauen, dass ich immer genug zu essen habe. Das klingt jetzt schon fast wie ein Minecraft-Let's Play. So, und ich glaube, das klingt ganz simpel. Ich werde mal hier alles drücken. Ich mal hier ganz leise vorbeischleichen. Gut, gut, gut. So. Und ihr seht, das meiste ist einfach mit 3 Schlägen kaputt. Und man hat auch diese coole Sicht, die, weiß ich nicht, was ich die genau bringe, aber ja. So. Und das erste Level wäre geschafft. Ich muss auch sagen, so weit wie letztes Mal bin ich fast noch nie gekommen. Ich bin erst einmal in das, in die dritte Welt gekommen. Und letztes Mal hätten wir nur noch zum Eingang müssen. Dann wären wir in das dritte Level gekommen, aber dann habe ich leider einen Werwolf umgebracht. So. So, ich nehme mal den Backstabber, I guess. Das ist ganz gut in der Werwolf-Form, weil ich so schnell bin. Das heißt, ich kann die Leute einfach von hinten niederschlagen und mache doppelten Damage. Das heißt, die sind dann mit 2 Schlägen, sollten die tot sein. So. So, ich stehle mir hier mal. Stehle mir hier einfach mal was zu essen. Einfach so, weil ich es kann. So. Es gibt dann wirklich manchmal dem Spiel auch so ein bisschen das GTA-Feeling. Das heißt, ich muss, aber kann gewisse Sachen nicht tun, wie hier einbrechen. So. Aber was halt ganz wichtig ist mit dem Werwolf, ist, dass man wirklich die Leute umbringt. So schnell wie möglich. Dass sonst, man stirbt wirklich schnell, wenn man sich nicht wehren kann, weil die meisten eben Waffen haben und man kann halt nicht ausweichen. So, okay, ich habe einen Whisky bekommen. Hat sich jetzt nicht sehr ausgezahlt. Gibt's noch? Oh, eine Banane. Cool, cool, cool. So. Und ihr seht, beim ersten Level gibt es meistens 2 Quests. Jetzt sind wir im dritten,
Also im zweiten Level, nein, im zweiten Level gibt es meistens drei Quests. Hier seht ihr, haben wir zwei Quests und ich finde den Eingang nicht. Bin ich dämlich? Oh, da hinten. So, das wird jetzt ein bisschen interessant, weil... Okay, ich kann das einfach still und heimlich zerstören wahrscheinlich. Ich dachte schon, ich müsste hier jetzt alle umbringen oder so. Das Gute ist auch, wenn man ein bisschen die KI austricksen kann, indem man einfach ausweicht und einfach wegrennt, erspart man sich ziemlich viel. Vor allem halt auch das Problem, dass der Charakter extrem langsam ist. Also ich glaube, hier brauche ich fast... Ich hau mal ab. Level Exit muss ich ihn escorten. Okay. Also es ist eine Escort-Mission, das heißt, dieser hier, den habe ich befreit, der darf nicht sterben. Und den muss ich jetzt zum Ende vom Level escorten. Was jetzt ziemlich einfach sein sollte. Wenn er nicht irgendwie sinnlos stirbt. Und wenn das Exit vom Level jetzt nicht so weit entfernt wäre. So. Und jetzt habt ihr das Spiel endlich mal mit Sound. Weil ich habe im letzten Level, in der letzten Aufnahme leider vergessen, den Ton vom Spiel aufzunehmen. Und einfach ganz frech noch nachhinein hinzugefügt. Aber ich muss sagen, das macht ganz schön Laune. So, die muss ich jetzt befreien, aber irgendwie sind da kein... Oh, da ist ein... Ist das ein Computer? Nein. Gut, mal einen Haufen Wissenschaftler niedergemetzelt. Sondern wir müssen hier diese Gorillas befreien. So. Ich muss sagen, der Charakter gefällt mir ganz gut. Bis auf, dass er arschlangsam ist, wenn er nicht in seiner Werwolfsform ist. Oh, hallo! Und ich habe mich gleich ins dritte Level, da gibt es noch eine Quest, auf die habe ich jetzt keinen Bock. So, slippery. Okay, ich nehme auf jeden Fall, ich nehme GPS. Da kann ich mich sofort zu den Quests beamen, weil mir das zu anstrengend ist. Jetzt immer, mit der Geschwindigkeit zu rennen. Okay, wir sind in einer gefährlichen Zone. Hier herrscht Krieg, glaube ich, oder irgend sowas. Oh ja, hier aus den Löchern sollten jetzt schon... Oh. Man sieht schon, diese Katastrophengebiete laggen bei mir leider immer heftig. So, aber ich muss nur noch schnell den hier umbringen. So, gut. Und jetzt ganz schnell abhauen und nicht mitten im Krieggebiet drinnen sein. Oh. Nein.
tun, das ist extrem gefährlich. Ich will einfach alle, niedermetzeln. Ich weiß nicht mal, wer gegen wem irgendwie kämpft und wo. Also hier von ihm schnell das Item geholt. Okay. So. So, und jetzt schnell abhauen. Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Das war schon knapp. Ja, aber ich habe den Wrestler angelockt. Unlockt einen neuen Charakter. Ich glaube, weil ich alle Levels geschafft habe, ohne eine Waffe zu benutzen, das heißt nur mit Faustkampf. Ganz cool, und jetzt sind wir wieder hier. Ich brauche dringend Leben und was zu essen. Okay, Food ist jetzt nicht das Beste. Das heißt, wäre ganz vom Vorteil, wenn ich irgendwo einen Shop finden würde. So. Ja, das macht das Ganze irgendwie einfacher, dass ich mich sofort beamen kann zu den nötigen. Zu den Quests sofort beamen kann. Oh, das war knapp. Ich muss sagen, hier fail ich meistens am sinnlosesten. Oh shit, ich bin... Nein! Oh fuck. Nein. Was für eine sinnlose Folge. Es war so klar, dass ich hier fehle. Das ist hier das Gas. Deshalb haben die Typen die Gasmasken auf. Und dann rennt man in die falsche Richtung. Und ich habe das irgendwie viel zu spät erst gecheckt. Das heißt, ja, das war jetzt mal eine kürzere Folge. Ich werde das wirklich versuchen, dass ich einfach jeden Run wirklich nur so lange mache, wie es geht, bis ich mal ins dritte Level komme oder so. Aber ja, das war jetzt eine kurze Folge. Ich hoffe, die nächste wird länger. Das heißt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.